wunderschönen guten Abend und ich freue mich natürlich, liebe Frau Jesse, dass ich hier sein kann. Rambazamba vor 16 Jahren beim ersten Kulturfestival Grenzenlos Kultur. Damals habe ich sie auch schon miterlebt. Es ist von Anfang an eine außergewöhnliche Gruppe und Truppe gewesen. Und sie hat vor beim ersten Festival mit Sicherheit hier auch wirklich nur Staunen ausgelöst. Wir waren es damals noch nicht ganz so gewöhnlich, dass es inklusives Theater gibt. Und wir waren einfach schlicht und ergreifend begeistert über das, was auf der Bühne dargeboten worden ist. Und so glücklicher bin ich eigentlich, sagen zu dürfen, ich war dabei. Das 16. Festival ist eröffnet worden und Rambazamba macht den Auftakt. Das spricht einerseits für Kontinuität, aber andererseits auch dafür, dass sich dieses Festival einerseits ja, durch Kontinuität auszeichnet, aber andererseits auch immer noch grenzenlos gewachsen ist. Wer sich das Programm betrachtet hat, 2 Wochen wirklich rund um die Uhr fantastische Angebote in einer Bandbreite, die man, denke ich, lieber Andreas, am Anfang nicht hat erahnen können, dass sich dieses Festival so weiterentwickelt. Und so freue ich mich, dass es doch einerseits eine große Szene an Zuschauer und Zuschauerinnen inzwischen gibt, die regelmäßig Grenzenlos Kultur auch besucht und die im Grunde schon jedes Jahr weiß, nächstes Jahr wird es wieder ganz toll, weil auch immer wieder neue tolle Dinge zu sehen sind. Zum Zweiten freue ich mich darüber, dass die Lebenshilfe und die GmbH sich so toll entwickelt hat. Und ich will auch sagen, ich habe auch Emil Weichlein gesehen, damals als die GmbH gegründet worden ist, hat sich jeder gefragt, ist das eigentlich wirklich der richtige Weg und kann man das auch überleben irgendwie, ohne ständig nur im Defizit rumzuschwimmen oder Pleiten zu machen oder Publikum zu bekommen oder Gruppen zu bekommen. Es war damals wirklich ein außerordentlich mutiger Schritt in Sachen Inklusion, in die Kultur auch einzusteigen und zu sagen, wir wollen einen echten Schwerpunkt setzen. Und es ist, glaube ich, Emil Weichlein und Frau Jesse, einfach auch wunderbar, dass man sagen kann, 16 Jahre so erfolgreich zu arbeiten, das ist ein großes Kompliment. Ich glaube aber, wir sind uns auch einig, ohne Andreas Meder wäre das alles so nicht geworden. Also wenn ich das so sagen darf, Andreas Meder war schon immer auch so ein bisschen so ein Grenzgänger. Er war irgendwie immer offen für Neues, für alles, was mit Kultur zu tun hat. Er hat mir gesagt, wir kennen uns 20 Jahre, das hat mich eher geschockt. Aber er war auch bei Open Ohr aktiv, die Mainzer kennen das. Also es sind wirklich auch so Szenen, wo man auch ein bestimmter Typus einfach sein muss, Dinge zu wagen und auch zu sagen, ich möchte Kultur auch grenzenlos erleben und erlebbar machen. Und deshalb traue ich mich, solche Sachen auch zu tun. Und wenn ich habe das Programm durchgeblättert, gestern mit Bobby zusammen, ich habe gesehen, es ist einfach auch so toll, dass regelmäßig nach Mainz dann auch international vernetzte Gruppen kommen, dass es nicht nur hier das Umfeld Rhein-Main ist, sondern wirklich von überall Menschen mit Behinderungen, auch renommierte Schauspieler und Schauspielerinnen hierher kommen, dass es viele Vernetzungen gibt, freut mich der Intendant. Das Staatstheater ist der Neue, ist da und der Dramaturg und sie alle spielen heute auch in dem Sinne eine wichtige Rolle, weil man sieht, dieses Festival vernetzt sich in der Region, außerhalb der Region und auch international. Und das ist einfach ein Riesenkompliment für das Engagement, lieber Andreas, aber natürlich auch der Lebenshilfe, weil normalerweise machen Initiativen, Eltern, Selbsthilfen nicht sowas, dass sie eine Gesellschaft gründen, um Kultur zu fördern, auch für Menschen mit Behinderung. Und deshalb ist und bleibt es etwas Besonderes, dieses grenzenlose Kultur. Ich bin sehr froh und ich möchte abschließend eigentlich nur noch Rambazamba ganz, ganz herzlich gratulieren. Es war wieder super, es war beeindruckend und ich habe vorhin, glaube ich, Gisela Höhn in die Hand gedrückt, aber irgendwie war es so hektisch, dass ich gar nicht richtig geschnallt habe. Also vielen herzlichen Dank, Gisela Höhne, als Regisseurin. Großartige Leistung und dass sie auch immer wieder hier nach Mainz kommen, das ehrt uns auch als Rheinland-Pfälzer und als Rheinland-Pfälzerin. Letzter Satz. Der Kultursommer in Rheinland-Pfalz ist immer hoch erfreut, dass dieses Festival stattfinden kann und dass wir ein Stück weit auch dabei sein können, dass wir es ein bisschen fördern können und dass wir es in unserem großen Kulturprogramm in Rheinland-Pfalz auch immer wieder zeigen können.
Der Anspruch des Kultursommers Rheinland-Pfalz ist der, vielfältige Kultur zu bieten und die wunderbaren Initiativen im Land wirklich auch aufzugreifen und zu zeigen, ihnen Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten. Und deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass der Kultursommer Rheinland-Pfalz eben auch inklusive Kultur zeigen kann. Denn auch das ist unser Selbstverständnis. Rheinland-Pfalz steht für ein offenes, für ein vielfältiges Land, für ein inklusives Land. Und wir investieren sehr viel da rein, Menschen mit Behinderung mitten in unserer Gesellschaft zu sehen. Und zwar von klein bis groß, ganz egal, wo sie sind, wo sie stehen, was sie tun, was sie können. Wir wollen an ihren Fähigkeiten anknüpfen und ihnen die Möglichkeit geben, sich in unserem Land auch entsprechend einzubringen. In diesem Sinne wünsche ich uns einen tollen Abend und ich wünsche aber natürlich vor allem Grenzenlos Kultur jetzt einfach noch grenzenlos tolle Tage und viele, viele Besucher, Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Herzlichen Dank für das große Engagement.